Plötzlich Podcaster mit Robert und Berthold. Hallo miteinander und willkommen bei Plötzlich Podcaster. Robert, wir haben uns in den letzten Wochen sehr viel über Geld und unsere jetzige finanzielle Situation unterhalten. Wie ist es aber eigentlich, wenn wir mal alte Knacker sind? Glaubst du, dass wir da auch irgendwie uns noch über Geld unterhalten oder werden wir da an unserem Cocktail schlürfend dem Untergang Niederlandes zuschauen? Oh Gott, ich hoffe, zweiteres, aber koktisch lürfend, weiß ich nicht, äh, sondern eher diesen Reisschnaps auf Madagaskar, der war super. Aber Madagaskar wird schon noch da sein, wenn die alt sind, ja? Ich hoffe, aber die werden ja, die, wenn es so weitergeht mit dem Klimawandel, äh, den brutal zu spüren bekommen. Und vielleicht ist es dann nur noch eine Wüste und den Regenwald konnte ich bis dahin nicht retten. Aber es wäre schön, wenn du es schaffst, aber von der Höhe her geht's, oder wie? Also vom Meeresspiegel und so, dass da nicht über die Polschmelzung das dann da irgendwie absäuft. Gute Frage. Also ähm, habe ich in den Simulationen nicht gesehen, aber da achtet man ja immer eher so aufs Absaufen von Hamburg. <laughs> das ist ja der das Klassiker. Stimmt. Also, aber dass wir Cocktails schlürfen, geht ja nur, wenn wir noch die 3 Mark 50 äh, für die Cocktails oder was auch immer wir da noch konsumieren werden und können haben. Ähm, wie wie sind denn unsere Zukunftsaussichten? Wir haben ja diesen berühmten Spruch von ähm, Norbert Blüm, dem ehemaligen Arbeitsminister, der äh, jüngst verstorben ist von der CDU, die Renten sind sicher. Damit bezog er sich zweifellos in erster Linie auf ähm, Arbeitnehmer und auf ähm, Verbeamtete. Und später kam dann bei Rot-Grün irgendwann die Erkenntnis, ja, wir müssen irgendwie auch schauen, wie das jetzt äh, gerade ist mit unserem neuen Sozialsystem, ob wir nicht die Selbstständigen auch bedenken im Alter, sorgt doch selber vor, macht Riester Rente und seitdem ist ja in aller Munde sich privat vorzusorgen. Ähm, in letzter Zeit gab es aber vermehrt Stimmen aus dem Bundeskabinett, ich glaube die Minister Heil und wer noch? haben drüber, oder äh, Scholz, glaube ich, Olaf jetzt ja. drüber, unser Olaf, Kanzler Olaf, der mit den guten <laughs> Verbindungen zu Wirecard, ähm, ähm, haben wir uns jetzt in der Situation, dass ähm, wir uns vielleicht doch mehr beteiligen müssen beim Einzahlen in die Rentenkassen, was ja bei den Selbstständigen, bei den Künstlern ist ein bisschen anders, können wir vielleicht später reden, äh, eher die Ausnahme ist, weil wir privat vorsorgen. Hast du dich... Nach diesem langen Prolog jetzt hier selber schon um deine Altersvorsorge gekümmert. Also könntest du heute aufhören und äh, problemloses Leben fühlen oder wie viel äh, musst du noch arbeiten, damit das soweit ist bei deinem jetzigen Verdienst und äh, deinem jetzigen Lebensstandard? Bei meinem jetzigen Lebensstandard würde ich nie über Grundrente oder beziehungsweise Hartz IV hinauskommen. Ähm, ich habe mich noch nicht großartig vorgesorgt. Ich muss leider erstmal Altlasten äh, zurückzahlen, die ja damals ähm, Gründerkredit beziehungsweise Studentenkredit, den ich dann für die Gründung hergenommen habe. Ähm, damals habe ich noch gedacht, wow geil 3,1 Prozent Zinsen so günstig wirst du es nie wieder bekommen. Eine Investition in meine eigene Zukunft. Und jetzt hat hat mich der, die Inflation oder so wie man es nennen könnte Deflation auf jeden Fall die Nullzinspolitik. Ähm, eingeholt. Also deswegen muss ich erstmal logischerweise Geld zurückzahlen, bevor ich was anlege. Und ich hätte auch ehrlich gesagt gerade im Moment nicht genug zum Anlegen, dass sich das irgendwie später so groß vermehrt, dass es nicht an meine Hartz IV oder was angerechnet wird, wenn es denn dann später noch Hartz IV gibt. Also ich investiere in mich selber, ich investiere in meine Zeit. Ich bin mir völlig bewusst, dass das schief gehen kann, ähm, mir macht aber meine Arbeit auch so viel Spaß, ich, wenn ich jetzt nicht dement werde, könnte ich mir schon vorstellen, die ganzen Bums auch noch bis äh, 75 oder 80 zu machen, ähm, ich habe auch keinen hohen Lebensstandard, werde ich auch vielleicht später nicht haben, also ich weiß nicht, warum sich mein Charakter ändern sollte, also ich komme damit mit Pfandflaschen auch noch zurecht, glaube ich, mit Pfandflaschen sammeln, es ist jetzt nicht so... Dass ich im Alter dann mein, den Pool haben muss in meinem Garten, wie meine Eltern das jetzt gemacht haben. Das, das ist <laughs> nicht mein Anspruch. Das ist nicht mein Anspruch. Und meine Wette ist auf mich selbst. Ich gehe immer noch davon aus, dass ich irgendwann mal auch in Kombination mit meinem Blog und meinem Podcast äh, oder unserem Podcast äh, das Produkt der Produkte rausbekomme, das einen Cashflow generiert, der dann auch im hohen Alter äh, langt, um Cocktails zu schlürfen mit dir auf deiner Veranda. Mal ganz kurz was Anarchistisches. Es gibt Carpe Diem und für die Jüngeren unter uns YOLO. <laughs> was, was für eine Rolle spielt es in deinem Leben, die Einstellung danach zu gucken, dass es dir heute gut geht? Also ich nehme mal an, dass das Geld, was du heute verdienst, du nicht nur in, in Geschäftliches investierst, sondern wahrscheinlich auch in dein Wohl gefühlen dann wohl sein ähm, ähm, wie soll ich sagen ähm, spielt es für dich eine Rolle denkst du viel drüber nach wie wird es denn im Alter sein oder ist es für dich wichtiger drüber nachzudenken wie es dir gerade jetzt geht ich glaube beim letzten Mal hast du gesagt dass ähm, Gesundheit das Wichtigste ist ist glaube ich eine Erfahrung ähm, die ähm, wir beide haben. Ich war recht häufig schon mit ähm, OPs im Krankenhaus mit irgendwelchen Knochengeschichten und so. Und ähm, wenn ich jetzt gerade auch ähm, in der Pandemiezeit zurückdenke, wie gut es mir in den letzten Monaten gesundheitlich ging, ähm, ist es schon etwas, was mich sehr beschäftigt. Das ist jetzt gerade alles im Moment gut. Das heißt nicht, dass ich ähm, irgendwie Geld verprasse, aber ich, also bei mir sind es Lebensmittel ganz klar. Ich würde ähm, jetzt nicht verzichten bei bei guten Sachen mir zu kaufen, wenn ich irgendwas essen möchte, was ich denke, was mir einerseits schmeckt und mir auch gut tut, da zurückzustecken. Ähm, wie ist es bei dir? Also welche Rolle spielt für dich die Betrachtung deines Lebens jetzt, dafür deinen Alltag und ähm, wie viel du dann später auf die Seite legst für eine Zukunft, für die wir gar nicht, ähm, bei der wir gar nicht wissen, ähm, wie die dann letztlich sein wird und ob wir besonders viel davon haben, weil wir naturgemäß nicht nicht ganz in die Zukunft sehen können. Ich habe nicht so viele Zukunftsängste. Ich, ich finde schon, dass ich, dass man im Arbeiterhaushalt schon immer darauf gebrieft wurde. Ähm, du musst für die Zukunft vorsorgen. Was machst mhm. du denn mal, wenn du alt bist? Was machst du denn mal, wenn du Kinder hast? Und lauter solche Geschichten. Ich sehe es ja an meinen Eltern. Die haben 30 Jahre gebuckelt und mein Vater war nicht immer sehr glücklich in der Arbeit und hat es trotzdem durchgezogen, damit er das Haus zurückzahlen kann, damit er die Kinder ordentlich auf die Schule schicken kann, danke dafür und, und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht, dass ihn seine Aufgabe groß ausgefüllt hat, das hat er auch oft betont und hat es aber trotzdem Zähne knirschen, Frühschicht, Nachtschicht, Überstunden und weiß der Teufel durchgezogen, bloß um im Alter sicher zu sein. Jetzt haben sie ihr Haus und trotzdem kommt jeden Monat irgendein irgendein großer Kostenposten und sie können trotz Mietfreiheit jetzt auch nicht auf großen Fuß leben und ich habe für mich selbst ähm, schon ein bisschen keine Ahnung das Selbstbewusstsein, dass meine Skills so umfangreich sind, dass ich auch in Krisensituationen oder auch wenn später mal was anderes zu arbeiten gibt äh, dass ich da wertvoll die für die Gesellschaft bin und deswegen trotzdem noch mein Geld irgendwie rausziehen kann. Und solange dieser Sozialstaat nicht bröckelt, gibt es ja immer noch eine, ja ein Auffangnetz, das mir zwar nicht, was ich nicht unbedingt aufnehmen möchte, also wie Grundsicherung und so, aber perspektivisch gesehen, wenn jetzt halt nicht irgendwie. Krasse Krisen noch auf uns raufbrasseln und für, keine Ahnung, radikale Mächte gewinnen oder sowas, sehe ich schon auch, dass wir mit 70 eine Art ähm, Grundeinkommen eben haben. Verweis auf den letzten Podcast. Ähm, und ja, keine Ahnung. Also, ich habe keine große Zukunftsängste begründet auf in dem Staat, dem wir leben und, ähm, welche Skills ich selber besitze und dass ich mich schon sehr wertvoll auch für die wirtschaftliche Gesellschaft sehe, dass ich da irgendwie später auch noch meinen Beitrag zu beitragen kann. Und jetzt gleich noch mal ein bisschen ketzerisch, sind wir dann verantwortungslos, weil wir eben nicht so wirtschaften, als könnten wir unseren fiktiven Kindern noch, ähm, eine, eine sichere Zukunft gewähren, ähm, das ist die eine Sache umgekehrt. Streben wir, glaube ich, mehr als unsere Elterngeneration danach einen Planeten zu hinterlassen, der dann für Kinder, unsere oder andere, dann wirklich noch ein halbwegs lebenswerter ist. Aber trotzdem, da bleibt meine Frage, ähm, nur für sich selber sozusagen zu wirtschaften, sich selbst genügsam zu wirtschaften, ist das gegenüber, ich weiß nicht, Nachkommen oder so ähm, verantwortungslos oder würdest du dich. Ich weiß nicht, würde man sich die Aufgabe dann anders stellen, wenn dann wirklich die Situation da ist, dass man ein Kind hat, oder wie ist das? Ja, natürlich. Also, wenn du ein Kind hast, musst du auch ganz anders wieder wirtschaften. Ähm, allerdings, keine Ahnung, ich hatte eine Freundin äh, am Anfang meines Studiums, äh, die auch schon früh ein Kind bekommen hat, da war ich dann quasi der Stiefpapa. Und auch da kommt man zurecht, ja, mit, mit geringsten Ausgaben, ohne dass man große Abstriche machen muss. Ich glaube, das ist auch eine persönliche Einstellung und ich finde, Geld sollte nie eine Entscheidung sein, ob man ein Kind bekommt oder nicht, sondern mhm. ob man damit persönlich umgehen kann oder eben nicht oder ob man ja auch die richtigen Partner und Partnerin hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich sehe mich jetzt halt nicht als äh, der Feind der, der, der Kinder oder, oder der zukünftigen Generationen, weil ich sehe mich schon als Innovationstreiber. Ähm, natürlich kann es sein dass meine innovationen total in die hose gehen und ich deswegen keine innovation getrieben habe aber irgendeiner muss es ausprobieren ja ähm, um um dann die richtige innovation zu finden und wenn es dann nicht so ist dann habe ich halt keinen beitrag zur gesellschaft gebraucht aber ich glaube schon dass es leute wie mich geben muss damit man vorankommt und außerdem mache ich ja auch viel ehrenamtlich und politisch um da eben nicht nur den Lebenswerten Planeten, sondern mhm. auch ein funktionierendes Wirtschaftssystem zu hinterlassen, von dem ja dann zukünftige Generationen profitieren können. Und ich glaube, an Menschen mangelt es ja sowieso erstmal die nächsten 50 Jahre nicht auf diesem Planeten. Wenn ich das als dein Kollege und ich bin ja sehr befangen sagen darf, das war eine wunderschöne Antwort, fand ich, Robert. Ähm, du sagst, dass du das Skillset auch hast. Das würde ich über mich auch behaupten. Ich merke so ein bisschen, klar, ist gerade jetzt schwierig, was zu finden, aber so wenn ich irgendwie ich ein bisschen umschade irgendwas schreibe oder so bei Volontariaten oder gucke bei Verlagen, dann ist es so, dass ich oftmals gar nicht ähm, erst in die Situation komme, überhaupt ähm, äh, zum Vorstellungsgespräch oder so also eingeladen zu werden, was wiederum mich zu der Annahme verleitet, dass ich vielleicht nicht genügend Qualifikation oder einstiegige Berufserfahrung habe. Ähm, sprich, ähm, kann man wahrscheinlich, also kannst du in deinem Fall vielleicht, was dich und mich unterscheidet, nicht nur auf dein Skillset, verweisen, das würde ich ja auch verbal andeuten, aber wie kann ich das denn machen außer in einem in einem Brief? Sondern sprich da nicht auch irgendwie vielleicht einen Lebenslauf ähm, für dich, weil du natürlich sagen kannst, es bin ich schon auch, aber irgendwie ist es glaube ich weniger wert. Habe ich bisschen so den Eindruck, dass du ein Überlebenskünstler bist und einfach schon verstanden hast, deine Geschäftsideen zu führen und voranzubringen. Oder worauf setzt du außerhalb deines um äh, äh, sagt man nicht in Frage gestellten keine Ahnung ich weiß Schlauen nicht, auch, was zwischen deinen äh Schultern <laughs> ähm, also worauf verlässt du dich dass du äh, wie worauf kannst du dich verlassen dass es klappen wird ich es wird nicht besser der Satz <laughs> dass ich bis jetzt immer irgendwie eine Lösung gefunden habe die nicht in Festanstellung ähm, lautet und Kontakte gutes Netzwerk ähm, Geschäftssinn wie du schon sagst äh, immer wieder wühlen ähm, es hat mich jetzt noch nicht zum großen Erfolg gebracht, aber zum Durchwurschteln und ähm, auch Wissbegierigkeit für Themen, ähm, ja, die in Zukunft relevant sein werden. Ja, also mhm. ich meine, es ist halt einfach. Ich bin halt Entwickler. Ich gehe davon aus, dass es noch ziemlich lange Zeit wichtig sein wird, ähm, zu, auch wenn wenn es mal KIs gibt, die selber entwickeln, damit man das verstehen kann, damit man beraten kann, damit man äh, technische Entwicklung äh, einschätzen kann. Und ich glaube, dein Problem an deinen Bewerbungen und sowas ist, du denkst noch zu sehr in der alten Welt oder in der, in der angestellten Welt. Und du wirst es, glaube ich, mit deiner Vita halt einfach sagen, ich kann gut schreiben, dann probiere ich es eben auf Medium, ähm, eben, und beiße okay, mich ja. dadurch oder, oder gründen mhm. einen Blog eben wie ich und ziehe mir da draus irg irgendwelche Aufträge. Ich habe jetzt so zum Beispiel, ist ja auch immer wieder erstaunlich, Jetzt gehen wir voll von dem Rententhema weg, übrigens. <laughs> das tut mir so leid. <laughs> ähm, Gerade im Moment wird es wieder ein bisschen eng und dann öffne ich in der Früh mein, äh, mein Postfach und dann ist eine Werbebuchung für plötzlich selbstständig drin, die, oh. <laughs> die zumindest mir wieder äh, meine, meine Werkstudentin äh, finanziert ohne dass ich bedenken muss, jetzt muss ich sie nächste Woche, nächstes Monat vielleicht doch rausschmeißen und das überbrückt mir wieder die Zeit bis zum nächsten großen Auftrag und dann wurschtelt sich das alles irgendwie zusammen und ich weiß es nicht, ja, also mehrere Standbeine und mehrere Skills in sich vereinen und ich denke, dass vielleicht deine Zeit besser genutzt wäre, wenn das so ein Tipp sein kann, dass du nicht hunderte Stunden dich da bewirbst und Absagen bekommst, sondern... Ballerartikel auf Medium raus und wenn da einer erfolgreich wird, dann nehmen sie dich eh mit Kusshand. Wie cool. Ja, das ist, ähm, das klingt eigentlich sehr gut. Vor allem, weil ich so, ich war letzte Woche, naja, faul ist das falsche Wort. Ich hatte keine Zeit, aber ich habe letzte Woche keine News geschrieben und ähm, jetzt guckt der Robert mich schon. Nein, er schaut immer noch freundlich. Also für diejenigen, die aus irgendeinem Grund nicht auf YouTube äh, das sehen werden, er guckt immer noch freundlich. Genau. Also weiter selber dranbleiben, was machen und dann die Arbeit vorstellen. Ja, bei mir ist halt so, ich habe halt schon Arbeitsproben, das heißt, ich kann das ja vorweisen, was ich für die Faz und die Süddeutsche gemacht habe. Aber klar, je aktueller und je mehr, desto besser. Und einfach weiterhin, weiterhin dranbleiben. Ich glaube, so aktiv war ich insofern auch noch nicht, weil hier mit Singen. Ich nach wie vor ein bisschen so zu tun habe, ich hänge so ein bisschen zwischen allen Sachen drin, kann aber auch so eine emotionale Falle sein. Wir waren bei Renten, hast du gesagt. Mhm. Wie läuft es denn bis in den Moment? Also wir haben, äh, es lief so ein bisschen so seitlich an Corona vorbei, es es da um die Grundrente ging. Es lief so nebenher mit der, mit der Soforthilfe und, und Grundsicherungsdebatte öffentlich, um was um soziale Sicherung ging. Ich glaube ähm, es wurde sich verständigt auf eine Grundrente oder so? Nee, aber nee, Business Insider hat halt einfach irgendeine Gesetzesvorlage oder sowas geleakt und dann kam Corona und seitdem wird nicht mehr drüber geredet, aber ich wollte dieses Thema trotzdem mal aufgreifen, um auch nicht immer über Corona zu reden. Schieß los. Wie ist es denn mit den Renten bis jetzt? Warum reden wir denn überhaupt über die Notwendigkeit, eine Grundrente ähm, einzuführen, nachdem ja unser seit Bismarck weiterentwickeltes Rentensystem ja weltweit vielleicht auch einen zu unrecht zu guten Ruf hatte. Wie hat es bis jetzt geklappt? Ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also bis jetzt ist es so, selbstständige müssen sich selber absichern. Es gibt mhm. ähm, unterschiedliche Klassen. Eben bei dir musst du, musst du in die KSK einzahlen ähm, mhm. und die KSK wird dann nochmal zu 50% subventioniert. Also alle deine Rentenbeiträge werden verdoppelt die du einzahlst, und dann gibt es halt noch von wirklich guten Berufsklassen, Rechtsanwälte, Ärzte, die alle ihre eigenen Kammern haben und sich da quasi privat vorsorgen, aber müssen trotzdem ihre Pflichtbeiträge zahlen, wenn sie in der Ärztekammer sind oder irgend sowas, ja, oder, oder der Ärzteverbund, Ärztekammer ist ja die Gewerkschaft und die haben halt einen riesen Topf, damit halt der Notar später auch seinen Lebensstandard halten kann. Ähm, zahlt der halt auch in den größeren Topf ein, wo nur Notare einzahlen, da tut halt dann keiner aus dem Pöbel quasi das Geld rausziehen. Und deswegen ist auch oft ähm, ja, gewünscht, dass alle in diesen Topf einzahlen und ja, ihren Beitrag leisten. Ein Beispiel ist immer Österreich, da kriegt man, glaube ich, im Schnitt 600 Euro mehr Rente, wenn du äh, in Österreich Renten beziehst und es wird halt immer begründet, da müssen Beamte, Selbstständige, alle zahlen in den gleichen Topf ein. Und deswegen ist es hier auch eine sehr populäre Forderung. Und außerdem der Hubertus Heil als Sozialminister sagt halt doppelt so viele Selbstständige landen am Ende ihrer Zeit als in Altersarmut, als wenn du festangestellt bist. Hm. Ist aber auch ein sehr hoher Wert. 3,1 Prozent der Selbstständigen landen am Ende in Hartz IV. Und ich sehe da mehrere Gründe dabei. Einerseits, weil es halt so Leute gibt wie ich, ähm, die sich dann verspekulieren und ähm, das Big, die, 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 die große Idee dann doch nicht kam, der große Durchbruch. Und dann hat die Zeit nicht mehr gereicht, ähm, ordentlich Rentenbeiträge einzuzahlen. Selbst wenn ich dann in zehn Jahren festangestellt bin, schaffe ich meine 30 Jahre trotzdem nicht voll. Ähm, und es gibt aber ein ganz, ganz großes Problem für die Leute, die mal erfolgreich waren dann aber die, das Geschäftskonzept keine Ahnung wegen der falschen Lieferung wegen Betrug oder oder einfach auch verspekuliert ähm, nicht aufgegangen ist und dann müssen Sie oft an Ihre Reserven ran eben keine Ahnung an, an Ihr Aktiendepot privat um die Firma doch noch zu retten schaffen es nicht dann haben Sie Ihre Rentenvorsorge quasi für die Firma geopfert und sind am Ende trotzdem dann in, in Hartz IV in der Rente obwohl Sie irgendwann mal keine Ahnung 100.000 Euro im Monat verdient haben aber das brennst du halt dann immer auf und genau das ist das grundlegende problem was vorher schon deswegen will will eben schon immer also es ist ja länger diskussion eine rente für alle eingeführt werden was dann aber nicht funktioniert weil es eben wir schon so ein komplexes rentensystem haben das heißt du musst irgendwann einen schnitt machen ab jetzt zahlen alle in den gleichen topf ein aber wie machst du das in dem generationenvertrag ja das ist eben das problem am generationenvertrag so gut wie ich ihn finde dass ist eigentlich das fairste Modell, sagt man es mal so, und auch das Zukunftsfähigste, weil es sich ja immer an die Bevölkerung anpasst und nicht nur an das Wirtschaftssystem ähm, ja, hast du halt das Problem, wenn ich jetzt den Schnitt mache, dann wer zahlt die Renten für, für für die jetzige Generation, weil der Schnitt ist ja dann da. und, ähm, und wer Was zahlt, würde denn das konkret heißen, man zahlt, also warte mal, man zahlt jetzt schon die Rentenansprüche alles was du jetzt, alles, jetzt alles was du jetzt einzahlst wird ja quasi für die jetzigen Rentner gebraucht und alles was die Leute in 60 Jahren einzahlen äh, kriege ich oder alles was die Leute in ja. 30 Jahren einzahlen kriege ich also ja. wir legen ja nichts an und ernähren uns von diesem Topf sondern es ist ein eins zu eins Weiterreichung Generationenvertrag eben und wenn ich aber jetzt den Schnitt mache dann muss die jetzige Generation auf einmal aber auch diese Notartöpfe und alles mitzahlen äh, die aber viel höher sind und der jetzige Notar profitiert, profitiert dann aber nicht von seiner Notarrente, sondern zahlt einfach eine hohe Rente und seine jetzigen Kollegen, seine jetzigen, die jetzigen Notarrentner bekommen auch so viel Geld, aber er dann nicht mehr, weil er eben in dem alten Topf drin ist. Da wird keiner mitmachen von den Reichen und deswegen ähm, gibt es halt jetzt wieder so einen haarsträubenden Vorschlag, es gibt einen Topf für alle, außer du sorgst selber vor. Und wer sorgt selber vor? Vor allem die Leute die sehr reich sind. Und ansonsten zahle ich dann in diesen Topf mit ein und bekomme am Ende aber auch nichts raus, weil ich zu wenig vielleicht einzahle, ähm, um ja, um die Rente zu bekommen. Also sehr großes Problem. Es erinnert mich ein bisschen ähm, an die an an die, an die gescheiterte Umsetzung der Bürgerversicherung von der SPD, wo sie ja wirklich mit einem sehr großen Wahlversprechen in die letzte große Koalition gegangen sind. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen Äpfel und Birnen sind, ähm, aber sozusagen bestehende ähm, Konstrukte zu ändern, die dann auch immer einhergehen mit ähm, alten Privileg Privilegienhaltern, die dann verlieren, das sind ja immer goldene Kühe bei uns. Es ist so ein bisschen mein Eindruck. Ich glaube, dass, und da ist ähm, das Rentensystem ja nur ein Beispiel dafür, es immer darum geht, ja, ähm, die Welt von heute ist so und so. Wir, das sind die Gegebenheiten. Hier sind die Ressourcen. Ähm, das müssen wir tun. Wir schaffen das aber nur, das nachhaltig zu tun, äh, finanziell oder auch ähm, ökologisch, wenn wir das und das ähm, herunterfahren. Dazu ist, glaube ich, immer habe ich ein bisschen den Eindruck, keiner bereit oder es ist zu sehr ein Tabuthema und kann dann gesellschaftlich nicht auf gebracht werden. Ich sehe das nur ein bisschen Satire-Sendung, wenn ich extra drei schaue oder so, dann gibt es mal diese Vorschläge, aber dass die quasi gesellschaftsfähig sind und noch nicht mal äh, die Ehemalige Arbeiterpartei SPD sich traut, dann solche Ideen dann wirklich selbstbewusst zu verteidigen, spricht entweder dafür, dass die Partei sehr feige ist oder andererseits dafür, dass das Thema so wahnsinnig verboten ist, mal über eine Neudistribution von bestehenden ähm, äh, Geldströmen oder Versorgungsströmen zu reden. Auf jeden Fall ist es halt auch zu komplex, ähm, um das runterzubrechen und äh, komplexe Themen, äh, es ist immer schwierig, Mehrheiten zu bekommen. Und ja, ich sehe auch, ich hätte auch kein Problem damit, wenn es einen eigenen Topf gibt, aber ähm, es wird ein hartes Stück Arbeit und man muss es komplett umwälzen und wahrscheinlich auch erstmal ähm, ja, Steuergeldern da reinpumpen und vielleicht auch Schulden aufnehmen, um dieses Steuersystem umzubauen, damit es in 50 Jahren anders ist. Aber was mich halt an diesen jetzigen Reform oder so, wie sie durchgesickert ist, sagen wir mal, mal so, aber so hört sich's an, als also so wurde es immer gemacht, auch bei der Krankenkasse. Stört ist es, es gibt einen Maximalbeitrag. Also wenn du hm. wenn du eine Million Euro im, im Monat verdienst und dich freiwillig gesetzlich versicherst, dann zahlst du trotzdem bloß 1600 Euro im Monat. Ähm, hm. Das ist halt dann irgendwie eine Promille deines Einkommens, ja. Wenn ich mich aber freiwillig versichert, dann muss ich trotzdem 18,6% von meinen 1250 Euro Netto, die ich habe, zahlen, das sind 232,50 Euro. Ja, dann das hat er jetzt ganz schnell ausgerechnet übrigens. Denn... <laughs> Ja, ich habe es im Blogbeitrag ausgerechnet. Das ist halt mein Sargnagel, ja. Dann verdiene ich nur noch 900 Euro im Monat. Das ist mir dann scheißegal, ob ich dann im Alter nicht arm bin, weil jetzt bin ich jetzt arm. <laughs> Herzlich Glückwunsch. Und 232,50 lang ja im Alter auch nicht, damit ich über den äh, Mindestrentensatz komme. Das heißt, arme Selbstständige bleiben im, im, im Alter arm, obwohl sie rentenversichert waren. Und reiche Selbstständige sind sowieso reich, weil sie reich war sind. Ähm, und haben aber so nichts in diesen Topf einbezahlt, um irgendwie Arme zu subventionieren, so wie es in einem Sozialstaat funktionieren soll. Äh, ja, dann können wir den Bums auch lassen. Ja, ist doch bei allen Sachen so, oder? Ähm, dass wir nicht wirklich konsequent äh, progressiv durchbesteuern, sondern Sachen halt oben und unten deckeln. Ja, bis zur Einkommensteuer aber funktioniert es, aber auch, aber auch nur bis. 150.000 Euro oder sowas. Und dann hat man sich gedacht, nee, die, die, die so reich sind, kann man ja nicht noch mehr belasten. Weil sonst äh, kriegt die FDP noch am Ende 6% und nicht 4%. <laughs> ja, aber es ist wirklich witzig, oder? Also, ja. Es äh, ist, ähm, ist ein Kampf immer. Es ist ja auch grad ein Klassenkampf. Und die falsche Annahme ist ja, äh, dass Selbstständige immer reich sind, weil sie Ärzte oder Notare oder sowas sind. Und das ist halt eine falsche Annahme. Vor allem wird ja die Arbeitswelt noch viel flexibler werden, dass halt noch mehr Gesellschaftsschichten selbstständig bleiben. Das heißt, man mhm. kann das nicht alles runterbrechen. Und man kann ja alles sau viel mit Freibeträgen regeln, aber sie regeln nie was mit Freibeträgen, sondern es gibt immer Minimalbeträge. Also, es gibt hier auch einen Minimalbetrag, ähm, von 98, wo steht es denn? Ähm, von 83,70 Euro. Das ist auf 450 Euro gerechnet quasi. Ja. Ist die 18,6 Prozent. Das muss auf jeden Fall. Das muss äh, auf jeden Fall zahlen. Also wenn du jetzt irgendwie dich selbstständig machst und es läuft total beschissen und verdienst nur 200 Euro im Monat, damit kannst du gerade noch äh, deinen Schlafsack bezahlen. Dann <laughs> ziehen sie dir trotzdem 83,70 oder ab und die Krankenkasse kommt auch noch mit ihren Mindestbeiträgen von 190 Euro ums Eck. Aber wenn du eine Million verdienst, zahlst du äh, maximalbeiträge. Also es gibt Mindestbeiträge und Maximalbeiträge. Das ist halt einfach lächerlich. Und es gibt keinen Freibetrag für diese ganzen Geschichten. Das ist kein Sozialstaat. Dann kann man es echt lassen. Dann kann sich das jeder stimmt, wirklich privat vor sich sorgen. Und man kann das ja eigentlich so sehr relativ sauber durchrechnen, ja, wenn du wirklich mal die Einkommensmillionäre dann nimmst und die mal ganz anders besteuerst, dann trägst du ja so und so viele Selbstständige mit, die dann ihre 80 Euro nicht mehr zahlen können oder ihre 90, ja. Also das wäre auf einen Schlag wesentlich gerechter und eine an sich relativ simple Lösung. Und du hast ja am Anfang gesagt, es ist nicht unfair, weil wir zum Beispiel dieses Rentensystem gerade nicht mitfinanzieren, sondern wir ja quasi auf Kosten der Gesellschaft unsere Ideen durchbringen. Ähm, ja, vielleicht, ähm, aber ich könnte ja auch auf Kosten der Gesellschaft einfach in Grundsicherung leben und trotzdem meine Ideen versuchen durchzubringen. Ja? Und glaubst du wirklich, unser Rentensystem hängt daran, ob ich 83,70 Euro im Monat an, in die Rentenkasse einzahle oder nicht? Ich glaube nicht. Eben. Eben. Dementsprechend müsste man da wahrscheinlich eher in die höheren Sätze ran. Das ist ja eigentlich immer die so naheliegende und so, so leichte Lösung. Hat jetzt nicht direkt was mit den Renten zu tun, aber also, auch als es damals mit den Fußballern aufkam und dass sie jetzt da bei Corona ähm, und die Zuschauereinnahmen ausblieben, der auf Gehaltsverzichte äh, gehen sollen, da gab es ja so viel Dramen teilweise. Und dann ging es irgendwie darum, dass halt 20 Prozent der Gehälter von März und April bei manchen Profis gestundet werden hätten sollen, damit halt die Kurzarbeiter nicht, äh, Entschuldigung, damit die Mitarbeiter von der Geschäftsstelle da nicht entlassen werden. Und das ist ja quasi ähm, in einem Mikrokosmos ein vergleichbares Beispiel, wo du denkst, jeder sieht die offensichtliche und ziemlich leichte Lösung und dann ist es aber irgendwie nicht möglich. Und dann hocken Frage, sie in der Kabine drin und lässt ja. dann drüber. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich 20% auf mein Gehalt verzichten soll. Ich muss aber schon eine Lanze brechen für, ähm, Wetter de Bijewicz, wenn ich da noch ganz kurz rüber darf, weil der war ja auch in diesem Video zu sehen dabei mit Kalu und so, und der hat ja diesen Gehaltszettel davor gelesen, und da hat jetzt bei Schalke unterschrieben für ein Gehalt, was unter dem liegt, was, ähm, Drittligaspieler bekommen, also 100.000 Euro im Jahr, und die spendet er auch noch irgendwie. Und ich weiß nicht, was passiert ist zwischen diesem Kalu-Video, wo er, keine Ahnung, noch mit seinen Millionen rumwedelt und da ganz stolz war, und jetzt, aber ähm, vielleicht, also ich. Hat die die Mama zusammengestaucht? Ja, er ist ein Bürgerkriegskind, ähm, damals in, in Bosnien, musste dann fliehen und so weiter. Ich, ich, ich äh, psychologisiere da vor mich hin, aber irgendein Umdenken scheint da irgendwie zu sein und ich frage mich, ob, ob man das nicht gesellschaftsfähig kriegt. Immerhin, die haben ja auch diese 1% Initiative gegründet, wo jetzt ein paar Fußballprofis, ich glaube, Gerard Piquet hat das angefangen und aus Deutschland und so anderen, anderem Mats Hummels dabei, die sich verpflichten für soziale Projekte 1% ihres ähm, Fußballergehalts zu spenden. Das ist, ist, ist ein bisschen zum Schmunzeln für Leute wie uns, aber immerhin. Vielleicht ist das so der langsame Start, weil ich glaube, ohne Umdenken gehen wir es doch mal anders durch. Ähm, fahren wir das Szenario denn weiter, was die so vorgesehen vor haben, um wieder vom Fußball wegzukommen. Wir machen das so dass diejenigen, die es sich leisten können, machen ihre eigene äh, Rentenversicherungsnummer und zahlen sich dann äh, hübsch aus für später. Und die ganzen Kleinverdiener, die diese Option nicht haben, zahlen halt ihre bescheidenen Beiträge ein, um dann später irgendwie 350 Euro oder so im Monat zu kriegen. Ähm, welches Gesellschaftsszenario zeichnen wir? Und vor allem, über, du hast ja die, die, die Strukturveränderungen angesprochen, ja, ähm, ob jetzt zum Guten oder zum Schlechten, ist so ein bisschen Euphemisierung, die Flexibilisierung der Arbeitswelt. Das heißt auf gut Deutsch, viele Arbeitgeber sind aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen nicht bereit, Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen. Wir haben ein, ein Massenphänomen der Scheinselbstständigkeit, was die Behörden teilweise auch nur so halbherzig befolgen, weil sie natürlich wissen, keine Ahnung, wenn wir denen zu sehr auf den Fuß steigen, dann kriegen wir keine Gewerbesteuer mehr oder was auch immer. Also die Frage ist, wenn wir doch eine wachsende Anzahl von Selbstständigkeiten und und auch ähm, Kle äh, kleinen äh, Selbstständigen haben, die dann vielleicht für verschiedene äh, Kunden oder so arbeiten und dann alle von dieser Frage betroffen sind, dann kann das ja auch übrigens auch nicht im Wählerinteresse sein, äh, die dann so zu vernachlässigen. Und ich glaube, ja. Wir müssen jetzt schon drüber reden. Also ich sehe noch nicht ganz äh, den medialen oder öffentlichen Aufschrei in, in dieser Sache. Ich glaube, weil auch noch zu viele Leute im alten Angestellten-Denken drin sind. Ich glaube, ich die Leute Schluss. müssen verstehen, dass sich dadurch die Gesamtrente der normalen Bevölkerung, der arbeitenden Bevölkerung keinen Cent erhöht, weil sich da eben die, die leistungsstarken Beitragszahler trotzdem verabschieden werden aus dem System. Und im schlimmsten Fall bin halt ich dann jetzt mit drin, der dann 83,70 Euro im Monat zahlt an Beiträge und am Ende eine Grundrente bekommt, die auch aus dem Topf bezahlt wird. Und dann müssen dann die späteren Generationen viel mehr für mich zahlen, als wenn ich dann nur Hartz IV bekomme, der ja sowieso aus einem ganz anderen Steuertopf kommt, zumindest gerade im Moment, wie es später mhm. aussieht, weiß ich nicht. Ich will heute nicht so viel Steuerthemen machen, das haben wir bei der, beim Grundeinkommenspodcast schon. Aber du hast es angeschnitten, ich würde sagen, man muss unbedingt wegkommen dass der hat das 50% Prozent, also jetzt nur grob ja unsere, unsere Steuerlast äh, unser Steuereinkommen über Mehrwertsteuer kommt, äh, 40% Prozent über die Sozialversicherungsbeiträge oder Arbeitereinkommensteuer und was weiß ich und verschwinden gering über Erbschaft, Kapitalflüsse und solche mhm. Geschichten. Und eben Maschinensteuer gibt es noch gar nicht, Digitalsteuer gibt es noch nicht. Ähm, ich glaube, man muss Perspektivisch gesehen wegkommen von Steuern von Arbeit. Ja, Steuern von der Arbeit, Punkt. Ja, damit sind wir eigentlich wieder mitten in der letzten Sendung. Ja. Also ein, überhaupt ein neues Distributionssystem finden. Vielleicht aber auch, wie, wie schon gesagt, diese heilige, heiligen Kühe mal äh, irgendwie schlachten, schlichtweg. Ich weiß auch nicht, ob wir. Ähm, ja, immer diesen Anspruch haben, einen jetzigen Lebensstandard, eine jetzige Besteuerung, die jetzige Kaufkraft immer so als Maßstab zu nehmen und was dann meine Großeltern für Renten hatten, was ich dann für eine habe. Ich glaube, wir müssen halt gesellschaftliche Lösungen finden und dafür sind kluge Ansätze gefragt, ähm, die es uns ermöglichen, uns ein bisschen unabhängig zu machen von, von diesem alten Anspruch, ja. Ja, also mein Namensvetter auf Facebook, der Robert Schröder, hat quasi geschrieben unter diesem Blogbeitrag, äh, ich halte es angesichts der aktuellen Lage vieler Soloselbstständige für nahezu ausgeschlossen, dass diese Rentenpflicht auf absehbare Zeit kommen wird. Viele Branchen liegen am Boden, bla bla bla, äh, Heil und Scholz traut, traut das nicht zu, dass sie das jetzt sich trauen quasi einzuführen, also ruhig Blut. Was denkst du darüber? Äh, sollen wir uns jetzt, warum drüber und unterhalten wir uns gerade jetzt darüber, obwohl es vielleicht gar nicht kommen wird in den nächsten zwölf Monaten. Weil wir in einer wesensverwandten Diskussion schon auch, also in diesem Sozial Sozialschutzprogramm oder dieser anderen Grundsicherung schon sehen, wie wie leichtfertig dieser Diskurs weggewischt werden kann, wie mit den selbstständigen Verfahren wird und weil auch wenn Frau Grütters das sagt, ob es jetzt auch 30 und 60.000 sind, die nicht angefasst werden und in einer Bedarfsgemeinschaft was sind nicht 90.000, aber jetzt schon äh, für Menschen, die dann vielleicht das als äh, ähm, Altersvorsorge jetzt schon anlegen, weil, ich, weil wir jetzt schon sehen, wie lapidar und ohne großen Lobbywiderstand Sachen durch durchgebracht werden können und ich glaube, dass wir das jetzt schon anbringen müssen, zu sagen, wie lösen wir das denn mit den Renten später. Also ich glaube, dass das schon einen sinnvollen Platz jetzt hat, ohne da groß auf Panikmache zu gehen. Ja, ich denke auch, dass man ziemlich früh mit Diskursen anfangen muss. Wir haben in vielen Beispielen DSGVO, Artikel 13, das ist jetzt das, wo ich mich auskenne, aber auch schon viel früher schon gesehen. Dass wenn man erst zum Protestieren und zum Diskutieren oder Bornpflicht ähm, anfängt, wenn die Katze äh, im Brunnen gefallen ist oder so ähnlich. <laughs> das Kind im Brunnen gefallen. Ja. <laughs> oder ich, die Katze aus dem Sack oder ja. wie auch immer. Ja, ich, ich vermische gerne beide äh, zwei Sprichwörter, äh, weil ich sie mir nicht merken kann. Aber Findest man weiß, was meinst, ich meine, oder? Also ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich spreche auch deine Sprache fließend irgendwie genau wenn das kind in den brunnen das, wenn das kind in den in den sack gefallen ist äh, ja. <laughs> dann kann man es nicht mehr ändern oder nur noch sehr sehr schwer und mit viel viel widerstand und vorher hat man halt noch zumindest pseudomäßig eingreifmöglichkeiten in der demokratie und die lassen wir sehr oft verstreichen bei äh, gesellschaftlichen diskussionen und vielleicht schaffen wir es ja zumindest äh, der die, es werden andere verbände auch noch darauf anspringen äh, jetzt schon mal Gespräch, ja, eine Sensibilität für das Thema zu schaffen. Ich habe es äh, irgendwie überhört oder so, aber ähm, aus welchem Grund sollte das, oder was spreche dagegen, das fast jetzt schon aufzumachen, um keine schlafenden Hunde zu wecken oder was? Nee, das hat er, glaube ich, jetzt nicht geschrieben. Er wollte mir, glaube ich, bloß die Panik nehmen, dass es jetzt bald kommt. Aber ich meine, dieses, dieses Relativieren führt ja oft dazu, dass man einfach, Sachen dann gar nicht mehr mit aller Energie voranbringt. Eben Klimawandel zum Beispiel ist jetzt auch ein gutes Thema. Ähm, ist jetzt direkt komplett hinter Corona zurückgerückt. Es ist verdammt viel Arbeit, das wieder irgendwie medial zu platzieren. Ähm, mhm. Deswegen glaube ich, sollte man Themen, die einem wichtig sind, immer mal wieder anbohren, damit sie halt wichtig bleiben. Ja, wie Kaufprämien für Verbrenner, was die CSU heute wieder auf den Tisch gebracht hat. Ja, Herzlichen klar. Und es liegt nur daran, dass die da ständig äh, vom Regierungsviertel rumchingeln und mit den Leuten die wichtigsten Kaffee trinken. Das ist vielleicht das, was wir nicht machen. Denn äh, die Automobilzulieferer und sonst niemand haben ein Problem hier. Ja, nur die, haben, nur die haben das Problem, ja. <lacht> <lacht> also, können wir ja äh, ein, ein neues Ding machen. Ähm. So. Ähm, also, wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir jetzt schon drüber reden müssen, ähm, auch um uns selber zu ermahnen, um uns um die Rente zu kümmern, denn bisher waren wir eher nachlässig. Ich habe, glaube ich, bei mir gesehen, ähm, ich bekomme ja sozusagen. Über die KSK dann später zahle ich jetzt schon Rentenbeiträge an, die andere Hälfte kommt von Konzertveranstaltern, Theatern und so weiter, die damit in den Topf einzahlen. Und dann ist es bei mir im Sonderfall noch so, dass ich, wenn ich am Theater singe, wie im Moment an der Bayerischen Staatsoper oder auch am Staatstheater im Gärtnerplatz in München, dass ich in der Zeit an der Produktion in der deutschen Bühnenversicherung ähm, versichert bin. Äh, da mache ich ganz schöne Augen. Ich habe jetzt irgendwie, hätte ich jetzt für Juli oder. Ja, ich glaube, Juli oder August, ich weiß nicht mehr, 1200 Euro oder so kriegen sollen. Da war im um Zettel dann unten, die haben mich noch in die falsche Steuerklasse gesteckt. Da äh, waren dann irgendwie noch 740 Euro oder so übrig. Also auf jeden Fall, ähm, da geht auch ein guter Teil einerseits in die Krankenkasse, ja, blöd, und auch ein ähm, Batzen in die Renten. Wenn äh, der Stand so bleibt, hat mich die Deutsche Rentenversicherung neulich wissen lassen und ich weiter so verdiene wie jetzt, basierend auf meinen letzten Steuererklärungen, und was ich bis jetzt eingezahlt habe, dann äh, werde ich im Alter 230 Euro im Monat kriegen oder so. Und wenn ich jetzt heute aufhören würde, läge ich bei, ich glaube, 86 Euro. Also ungefähr grob der Betrag, der der Mindestbetrag für Selbstständige ähm, dann jetzt ist. Ähm, die Frage ist aber auch, ähm, ich finde, die ist gar nicht leicht zu beantworten, ob äh, wenn wir da alle in diesen Topf einzahlen und alle sollen dann irgendwie menschenwürdiges Leben dann im Alter auch noch äh, führen können. Wie stark soll dann die die Arbeitsleistung im Arbeitsleben bemessen werden? Ähm, also keine Ahnung, wenn ich ein erfolgreicher Unternehmer bin, der mit seinem Geschick und der Art und Weise, wie er seinen Betrieb geleitet hat und es und äh, irgendwie expandieren konnte, Arbeitsplätze geschaffen hat und Millionenumsätze hatte, inwieweit sollte der dann nicht eine wesentlich krassere Rente Bekommen als dann jemand, der weniger ähm, Verantwortung trägt, obwohl beide dann ja ab, wann auch immer diese Leute in Rente gehen, also der kleine Selbstständige und der große Superunternehmer, ähm, ab dem Alter von 63 oder so nicht mehr so wahnsinnig viel dann, ähm, arbeitend beitragen werden und kann man die Lebensleistung tatsächlich nur an Euro bemessen oder ist jetzt nicht deine Arbeit, weiß nicht, egal wie viel Umsätze sie dann bringen und Arbeitsplätze, die schaffen wird, nicht genauso wichtig gewesen. Das ist das eine und das andere ähm, heißt menschenwürdig nicht, dass im Zweifelsfall, wenn der Topf dann kleiner ausfällt dass wir dann eher schauen, dass halt, keine Ahnung, ähm, der eine 1300 und der andere 900 kriegt, äh, äh, damit der irgendwie noch 900 wenigstens hat, statt dass wir dann irgendwie sagen, der Hochleistungstyp kriegt, keine Ahnung, irgendwie abartig 2800 Euro Rente und dann bleiben halt nur noch 200 für den Kleinen. Also wie, wie kriegen wir das fair hin im Alter mit, den, mit der Rentenauszahlung dann auch? Du wirst es nie hundertprozentig fair hinbekommen, aber ich leg mal die steile These auf, wenn du äh, eine Firma hast, die gibt's ja dann immer noch, wenn du in der Rente bist. Da kannst du dir immer noch Rendite als Kapitaleigner rausziehen. Mhm. Das ist das Erste. Ähm, und das Zweite ist: Selbst wenn der 18,6 von seinem äh, Nettogewinn in die Rentenkasse einzahlen kann, kann er immer noch genug zur Seite legen, dass er später immer noch reich ist. Ähm, also ja. habe ich jetzt keine Bauchschmerzen. Auch selbst wenn ich, wenn, Mio wenn ich Millionär wäre. Ähm, würde ich, glaube ich, es hinbekommen, Millionär zu bleiben, obwohl ich 18,6% äh, Renten in diesen Riesentopf einzahlen muss. Vielleicht sind es ja dann aber auch weniger als 18,6%, weil ja viel mehr und bessere Leute einzahlen oder leistungsfähige, finanziell leistungsfähigere Leute einzahlen. Dann ist es gesamtgesellschaftlich vielleicht auch saugeil, wenn es auf einmal nur noch 14% Rente sind und auf einmal floriert die Wirtschaft, weil Kaufkraft vorhanden ist. Das kann ja auch eine mögliche Auswirkung dieser Reform sein. Also ich glaube, wenn man es reformieren möchte, sollten alle wirklich in den Topf zahlen keine, keine oder sehr hohe Maximalgrenzen mit Freibetrag. Das fände ich wirklich eine soziale Revolution. Da könnte die SPD ja mal das S in ihrem Namen alle Erde machen und nicht äh, nur populistisch sagen Rente ein äh, Rententopf für alle und dann zahlt keiner ein außer die Armen und es gab es gibt jetzt eine Bundestagspetition, die wird aber glaube ich nicht durchgehen, die 50.000 Unterschriften. Das ist immer wo man schon beim bei der ersten Ausgabe war zu wenig vernetzt, aber eine gute Idee, dass es quasi so eine Art Ressort gibt, ähm, wo du deine Wertpapiere, Sparbücher ähm alles, was halt äh, zertifiziert anlegbar ist, Gold reinschmeißen kannst und das darfst du erst dann mit 67 anfassen, die Geld, das, raus, das Geld rausziehen und bis dahin ist es quasi Pfändungssicher. Also äh, wenn ich jetzt in die private Insolvenz als Unternehmer, äh, darf der Staat nicht drauf zugreifen. Wenn ich in die Grundsicherung rein muss, gibt es ja jetzt halt haben sie ja groß angekündigt, oh super geil jetzt 70.000 Euro Freibetrag. Aber wenn du für deine Rente vorgesorgt hast, 70.000 Euro auch nicht viel Freibetrag, dann bist du eben wieder bei diesem, bei dieser Thema, ich muss jetzt in die Grundsicherung, habe aber 100.000 Euro gespart, 30.000 Euro muss ich erstmal selbst ähm, auffressen, bevor ich äh, in, in Grundsicherung darf. Dann fehlen mir aber die 30.000 Euro vielleicht wieder für die Rente und solche Geschichten, ja. Ähm, und wenn es in so einem Tresor drin ist, dann, bleibt es da halt, bis du 65 oder 67 oder was weiß ich, wann mein Renteneintrittsalter ist, bist, und ist halt dann wenigstens geschützt. Aber du darfst es dir halt nicht auszahlen. Du darfst da nicht sagen, oh, meine Enkelin kriegt aber jetzt einen, will aber jetzt einen Führerschein, dann muss ich nochmal 3000 Euro aus meiner Rentenkasse ziehen. Das geht halt dann nicht. Also wenn du es da mal einsperrst, ist es weg. Aber dafür ist es Wir bereit. hatten was davon, wir hatten was davon, dass das geschützt und zur Seite gelegt ist. Dein zukünftiger Berthold. Aha. Und Aber das es muss dann wertstabiles Zeug sein, ne? Sollte dann halbwegs wertstabil sein, also da gibt es ja auch Zertifizierungen. Äh, ab wann ist es denn für, ähm, keine Ahnung, für die Rente oder für die Altersvorsorge geeignet? Da sind halt dann hauptsächlich Indexfonds drin oder Gold oder ähm, Staatsanleihen, solche Sachen halt. Alles, was so halbwegs funktioniert. Wenn man sowas hat, gell? Ähm. Ja. Und äh, was sagst du eigentlich zu den Rentenapokalyptikern? Also diejenigen, die da wirklich 100% Prozent sagen, es wird keine Rente mehr geben, es ist sinnlos, lass es uns ganz abschaffen und auf Risiko das Ding durchziehen, das sind glaube ich nicht allzu wenige Stimmen. Äh, ich halte die Idee Moment für irgendein Sozialsystem ja. brauchst du dann zahlst du halt keine Rentenbeiträge mehr, sondern ist die Mehrwertsteuer 45 Prozent hoch. Ähm Irgendwoher muss das geld kommen und ich glaube nicht, dass, dass sich das Sozialsystem oder irgendwie komplett abschafft, außer es passiert halt die Riesenkrise, aber dann werden wir zum Entwicklungsland. ja. Okay, es kann sein, dass wir irgendwann mal von den Chinesen geschluckt werden oder irgendwas. Aber wenn wir irgendwie unseren Wohlstand halbwegs vernünftig halten, äh, die Klimakrise irgendwie unter Kontrolle bekommen, weil dann doch Leute wie wir ähm, angehört werden. Dann wird es auch irgendwann ein Sozialsystem geben. Dann heißt es halt, wie gesagt, nicht mehr Rentenbeiträge, sondern Maschinensteuer. Ähm, aber deswegen würde ich jetzt nicht dieses Rentensystem abschaffen, weil irgendwie müssen wir die Renten ja trotzdem finanzieren. Dann wird es halt woanders teurer. Und wie gesagt, ich würde halt versuchen, langsam äh, das Steuersystem weg von der Arbeit wegzubekommen. Aber generell und nicht nur bei dem Punkt Renten. Was mir noch einfällt, weil ja die... Die Bedürfnisse sich im Alter nicht ändern. Man möchte irgendwie essen und irgendwo wohnen. Ähm, wie, wie ist es denn? Die Leute schaffen ja immer weniger Eigentum zu erwerben, was ich glaube ein bisschen, bisschen heißer gekocht, äh, gegessen wird als gekocht, weil unsere Elterngeneration ja oftmals noch irgendwie Eigentum hat. Das heißt, es ist ja dann so gedacht, dass dann die sowieso weniger werdenden Kinder theoretisch dann halt irgendwie in den Immobilien ihrer Eltern dann einziehen können. Dass wir es aber selber nicht mehr hinkriegen, also bis auf die Topverdiener verdiener ähm, eigentum zu schaffen, ähm, wäre ja somit verschmerzbar. Aber ähm, bei steigenden Mieten und so weiter halt. Die sind ja sozusagen von, ähm, von der Entwicklung her viel schlechter abzusehen, als das, was wir irgendwie ungefähr kalkulieren können, was wir später an Renten bekommen. Es kann ja sogar sein, dass wir ein halbwegs vernünftiges Rentenniveau halten, aber dann die Mieten nicht mehr zu bezahlen sind. Ich sehe das sowieso, um es anders zu formulieren, als recht größere Aufgabe oder noch eine ganzheitlichere Aufgabe, Altersarmut abzuwenden, über das Rententhema hinaus, oder? Ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal Rentendörfer irgendwo ähm, in verlassenen Gegenden, wo es wo, eben nicht teuer ist, wegen äh, der Innenstadtmiete. Und mhm. ich meine, über dieses Thema können wir uns ja gerne in 15 Jahren nochmal bei, Sen <laughs> bei Sendung 1001 unterhalten, wenn die Boomer, ähm, hab sie, Gott hab sie selig, alle weg sind und wir auf einmal keine 85 Millionen Einwohner mehr sind, sondern 60. Und mhm. dann werden auch Wohnungen und Plätze frei, die vorher nicht frei werden. Und dann wird es interessant sein, zieht es die Leute immer noch in die Stadt? Hat Corona dazu geführt, dass keiner mehr in der Stadt wohnen will? Sind ja. auf einmal die Vororte Ding? Kriege ich dann, ich meine, es ist ja im Osten jetzt auch schon so, kriege ich dann aber ein Haus im eine, einen ganzen Acker, äh, ein Haus mit Acker dran für 40.000 Euro. Äh, <laughs> kann keiner sagen, ja. Und das ist ja das Gute am Generationenvertrag, der passt sich ja dann an. Weil dann mhm. leben ja nur noch 60 Millionen Leute äh, mhm. da. Ähm, solange die Geburtenraten eben nicht so irgendeinen Extrem nehmen wie nach dem Weltkrieg ähm, und sie jetzt ja bei 1,9 oder 2,1 sich einpendeln, dann bleibt es ja immer gleich und man kann die jetzige Wirtschaftsleistung halten, weil die jetzigen Beitragszahler ja die jetzigen Rentenzahlen. Mhm. Die anderen Systeme, so Schweden und wie sie alle heißen, sind zwar immer hoch gelobt hat auch seine Vorteile, die, die ja eben ähm, das Geld anlegen und dann aus den Renditen äh, die Renten zahlen oder aus den ehemaligen Beiträgen, aber die müssen ja jedes Jahr die Inflation schlagen. Und gerade im Moment, wo zum Beispiel die Staatsanleihen eben bei 0% sind und die Inflation bei 1%, deflationiert quasi ihr Rententopf. Ähm, also die sind immer auf eine wachsende Wirtschaft angewiesen und ich meine, wir beide sind uns ja einig. Könnte ja auch schwierig werden die nächsten 30 Jahre, dass die ständig weiter wächst. Und Deswegen finde ich den Generationenvertrag an sich schon sinnvoller. Machten das, ähm, ich dachte, macht das die deutsche Rentenversicherung oder nicht auch sogar Krankenversicherung nicht auch so, dass sie irgendwie investieren? Die Beamten das, ähm machen das so, glaube ich. Die Beamtenversicherung, okay. die deutsche Rentenversicherung, die sammelt nur ein und schüttet aus, glaube ich. Also, ähm, groß investieren tun die nicht muss man ich meine, mal was machen. gehört zu haben, dass irgendjemand ähm, so äh, irgendwelche Wohngenossenschaften oder so oder ähm, äh, das die, müssten die gekauft Das müsste die Beamtenversicherung sein. okay ja. da kenne ich mich gar nicht so gut. aus deswegen lasse ich das Thema lieber ja aber ähm, auf jeden Fall die unser Rentensystem ist ein Generationsvertrag vom Pöbel also ja, Nachdem wir äh, auch viel geschimpft haben, können wir ein lobendes Wort da lassen. Ähm, der Generationenvertrag ist ja konzeptuell gut und, wie wir heute von Robert gele ge ähm, gelernt haben, inhärent immer funktionierend in der Theorie. Und ähm, äh, wo wir von heiligen Kühen und goldenen Kälbern gesprochen haben, auch diese nicht zu verwechseln, ähm, ist es ja so, dass. Es über die Fraktion übergreifend einen Grundkonsens gibt, ja konzeptuell an diesem System erstmal festzuhalten. Deswegen sind wir in einer, wie ich finde, trotz allem noch schönen Situation, aus einer haben-Situation heraus darüber zu debattieren und dann wirklich ähm, Verbesserungsmodelle anzuregen. Ähm, war das deine Alternative, weil du im Sendungsdokument angesprochen hast, dass du über Alternativen dann zur Rente nachdenkst oder geht es darum, wie wir noch privat vorsorgen könnten? Nee, das können wir ja mal machen, wenn ich mich selber damit auseinandergesetzt habe für mich. Wenn ich mal Geld habe. <laughs> genau, wenn wir Geld haben, dann können wir auch privat vorsorgen. Oder wir können natürlich auch mal Leute einladen, die sich damit auskennen, damit nicht immer unsere zwei Gesichter hier vor der Kamera hocken. Also, wenn ja, wenn, du wenn ich wir angesprochen <laughs> fühlst. <lacht> ja wenn sich jemand angesprochen fühlt und riester verkaufen möchte. Man kann, sich, man kann sich hier einkaufen für so 2.000 bis 3.000 Euro pro Sendung. Na, aber die Grundsatzfrage, ich finde, schon interessant, das würde ich vielleicht am Schluss doch mal ganz kurz aufwerfen. Ähm, ist es äh, dann nicht meine Verantwortung, irgendwie zu gucken, dass ich halt dann nicht in die Grundsicherung später muss, dass ich halt jetzt sage, okay, ich gebe mir selber, bis was ich nicht, wir sind jetzt eh schon super alt, wir zwei, aber bis, keine Ahnung, 40, um meinen selbstständigen Dingsbums da irgendwie äh, durchzuziehen und wenn nicht, dann wäre ich ein anständiger Bürger und gehe zu Siemens oder irgendwie werde Lehrer beim Staat und dann sorge ich dann für mich vernünftig vor und äh, bin da nicht mehr angewiesen oder so. Ja, super geile Idee. Diese Grenze habe ich mir bis 30 gesetzt, jetzt bin ich 32. <laughs> Außerdem klingen wir wie mein Papa. Und der eine Punkt, den du gesagt hast, das nicht zu vernachlässigen, wenn das ähm, alle so entscheiden würden, dann schließen wir ja die Möglichkeit aus, nicht doch innovativ ähm, irgendwas Gutes noch zu entwickeln, was halt wirklich die Gesellschaft nach vorne bringt, gerade in den grünen Technologien oder sonst was. Wenn wir da nicht, äh, wenn wir da das Konzeptuelle irgendwann abschließen, weil wir sagen, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir anständig angestellt sind, Job verlieren, dann ist halt diese Option dann verwehrt und entmutigt dann vielleicht auch ähm, künftige Generation. Ich finde es für uns sowieso schon sehr hart, dass wir unsere beruflichen Träume jetzt durchsetzen, obwohl wir vom Elternhaus oft andere Werte mitbekommen haben. Und das würden wir dann wieder aufgeben, wenn wir sagen, wir orientieren uns nur daran, wie sicher und wie stabil und wie rentensicher dann unsere Beschäftigungsverhältnisse sind. Ja. Also ich sage es mal so: Wenn du nicht in deine Ideen investierst, sondern wenn du ein solides Geschäftsmodell hast ähm, und nicht mehr großartig eben Zeit für was Neues investierst. Erstmal, äh, wenn du mal deine Grundlagen geschaffen hast oder wenn du ein, keine Ahnung, ein grundsolides Produkt verkaufst, einen Getränkemarkt aufmachst oder sowas, dann solltest du auf jeden Fall deine Rentenbeiträge mit in, dein, äh, in deine Kalkulation nehmen, äh, die da, ähm, ja, um, um eine vernünftige Rente zu bekommen und die halt auch quasi auf deine Kosten aufrechnen und die Kosten auf deine Produkte umlegen. Äh, das ist total sinnvoll, wenn es läuft, auf jeden Fall. Sollte jeder machen und nicht jeder sollte meinen Weg einschlagen, ja, sondern nur die Leute, die damit zurechtkommen. Biografisch ist dann auch noch so: fällt mir ein, dass die wenigsten sich ja für das andersherum Mensch. nein, ich weiß nicht, ob das so ist. Oder ob ich den Satz nicht so sage, dass man zuerst quasi in ein Beschäftigungsverhältnis geht und dann irgendwann seine Idee umsetzt. Ich glaube, es machen sogar sehr viele so, dass sie nach einer Zeit dann merken, wo sie dann auch sogar schon ganz gut verdient haben, dass es nicht das für sie ist, und sie eigentlich andere Pläne und Visionen haben. Also ich glaube, es gibt da keine Regel wie es dann äh, zu laufen hat. Und das eine ist nicht weniger verwerflich als das andere. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Es ist nur sehr wichtig, glaube ich, auch zu wissen, dass, ähm, dass im Hinterkopf eine Rolle spielen sollte, wie es denn später finanziell so wird. Und ich nehme für mich zumindest die Aufgabe oder auch ähm, das schon irgendwie ernst, den Appell vielleicht, ähm, darauf zu schauen, dass ich äh, auch im Alter auf meinen wackeligen Beinen stehen kann. Ähm, und die sollen aber dann höchstens deswegen wackelig sein, weil ich zu wenig Sport gemacht habe und ein dicker, unfilter, der Mensch bin und nicht, weil ich ähm, irgendwie rücksichtslos ähm, mich nicht um, um Geld gar nicht gekümmert habe. Das Ach ist das schon ist. auch ein Thema, das immer mal wieder mein Hinterkopf ist. Ich werde vielleicht auch irgendwann die Reißleine ziehen müssen, wenn's, wenn ich ständig vor mich hingrebs. Aber äh, ich habe halt keine Ahnung. Zukunftsängste habe ich deswegen nicht. Das wird schon. Und die Energie und den Skill auch. Wie gedenkst du in den nächsten Tagen und Wochen deine großartigen Talente einzusetzen? <laughs> Diesmal tatsächlich erstmal mit Geld verdienen, ähm, umstrukturieren, cool. da, äh, keine Ahnung, ja, also es ist ja alle 14 Tage ändert sich diese Selbstständigkeit teilweise eklatant. <laughs> ähm, ja, das, ähm, ja, dass, dass du jetzt nicht mehr so News schreiben möchtest und so, ähm, hat mich natürlich auch erstmal ähm, strukturell umgeworfen, das heißt, ich habe am Anfang geschafft, das äh, versucht das selber zu machen, zumindest eine am Tag, damit mein Newslauter-Konzept aufgeht. Ähm, aber was dich wahrscheinlich auch sehr frustriert hat, es ist gar nicht so einfach, jeden Tag den News zu finden für Selbstständige. Da war jetzt echt Newslaute, dann habe ich diesen Artikel geschrieben, der zu dem Podcast führte. Und äh, habe jetzt versuche eben diese Software, die ich übernommen habe, also diese Verwaltungssoftware für Vereine äh, weiter voranzutreiben. Da war ich gestern bei einem Termin, die wollen das vielleicht auch einsetzen haben aber jetzt nicht so ein Riesenbudget, um diese Erweiterung, die sie unbedingt brauchen, ähm, zu bezahlen. Jetzt ist halt die Frage, finde ich vielleicht noch einen zweiten Kunden, der das auch bräuchte, dass man sich die Entwicklungskosten teilt oder zumindest eine Mischkalkulation macht, wo ich sage, okay, die Entwicklung lohnt sich für mich, wenn ich zwei Vereine finde, die dafür x Euro im mhm. Monat zahlen. Können die nicht das Marketing für dich machen, Entschuldigung? Also können, kannst du da nicht sagen, ja Leute, okay, ich weiß, ihr habt nicht so viel im Geldbeutel, aber das Konzept funktioniert für mehrere, ihr habt vielleicht die Kontakte, ihr könnt das anpreisen und wenn ihr sozusagen äh, Marketingkontakte habt und mir vielleicht zwei, drei gute Kunden besorgt, dann können wir halt darüber reden, dass ihr dann weniger zahlt. Ja, so. das machen die auch. Also dieses, zumindest reden sie mit den Organisationen, die diese Anforderung auch hat und wo sie es wissen. Und ich... Das wird halt keine Ahnung. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber äh, das wird passieren. Und dann habe ich eben noch immer noch diese Anwalts-Homepage und die der, die Shop-Homepage ist immer noch nicht vernünftig umgezogen. Dann müssen wir den Webhoster wechseln. Von den Taschen. Von den Taschen, ja. Lauter ja. So Kleinigkeiten. Die Mädels müssen wir auch mal im Podcast einladen, glaube ich. Mal schauen, wenn sie Lust haben. Wenn sie Lust haben. Ähm, ist es denn so, ähm, dass Nochmal kurz zu der Software. Erstens mal spricht es ja dafür, dass, äh, wenn da so Interesse da ist an dieser Verwaltungssoftware, dass sie eine gewisse Qualität hat, also dazu schon mal Gratulation, das ist eine schöne Sache, wie ich finde. Darf man nicht kleinreden. Ist es denn problemlos oder halbwegs problemfrei skalierbar? Sprich, kannst du die Idee einfach weitergeben oder kommt mit jedem Kunden, der Interesse hat, aber nicht so wahnsinnig viel Budget hat, immer dann gleich noch ähm, derselbe? Betrag an Workload pro Kunde dann dazu, dass du irgendwann ausgelastet bist, aber halt nicht mehr, also beziehungsweise nicht genug Geld verdienst. Naja, also es kommt halt immer darauf an, ob sie es zahlen können oder nicht. Ähm, wenn ich meinen Stundenlohn durchsetzen kann, habe ich da nie ein Problem mit, aber das kannst halt manchmal nicht oder musst du eben in die Mischkalkulation gehen. Ähm, und ich würde mal sagen, er hat leider noch einen hohen Installationsaufwand, aber das könnte mhm. man auf jeden Fall noch skalieren. Das ist halt nicht so vorgesehen gewesen von den von der alten Entwicklung und mhm. äh, auch die Updates sind noch sehr zeitaufwendig. Wenn man das dann in den Griff bekommt, dann kann man es vermutlich auch skalieren. Aber es ist jetzt nicht so eine Lösung, wo ich sagen kann: Ich stelle es auf die Homepage, die es können die Leute selber installieren und zahlen mhm. dann 19,95 im Monat. Das ist es nicht. Also es hat schon Wartungsaufwand und es ist ja auch eine Individualsoftware. Äh, mhm. da kann das heißt, ich, auch nur, nur du hast das Wissen, ja. Nur ich habe das Wissen und es ist halt individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse dieser Vereine. Es ist jetzt nicht so ein generelles tool wo jeder hin zum Kunst gebrauchen kann, der mal Spenden oder Überweisungen einzieht, sondern mhm. äh, da solltest du halt schon die Bedürfnisse so eines ähm, Nachsorge-Krebskindervereins haben. ja. Was ich mich halt frage, das ist also nur zum gewissen Grad übertragbar oder nicht. Das heißt, du kannst es gar nicht, den, den Aufwand gar nicht so minimal runterfahren, wie du schon sagst, es wird sich nie einfach so runterladen lassen. Das Einzige, was dann wohl funktioniert, ist die Qualität dessen, was du dann lieferst, sodass jemand aufmerksam wird. Und sagt, das hätte ich dann irgendwie auch gern, äh, zu Thema Wartung, äh, musst du dann alle, die du annimmst, dir auch gut überlegen, weil du die dann durchbetreuen musst für den Rest deines Lebens, oder, äh, ist das, ist das wirklich so? Das ist du dann nix so. Im ja. Kopf? ja, also, okay. vor allem muss man sich halt überlegen, welche Supportdienstleistung bietet man an und welche macht man kostenpflichtig und solche Geschichten. Weil ich habe halt auch immer oft das Problem, wenn du dann mal anfängst, den kleinen Finger zu, zu geben, dann mhm. rufen sie halt wieder allem Zeug an. Äh, auch sachen die gar nichts mit dir zu tun haben keine ahnung äh, letztes wurde ich angerufen ja mein drucker geht nicht ja wirklich ja aber das, was hat das mit meiner software zu tun ja also das ist halt, wie, wie, das, das tut mir echt leid dass der drucker nicht geht aber aber kannst du ich habe das noch nie überlegt deswegen kann es völliger blödsinn sein kannst du nicht so service sachen nochmal mal ähm, extra äh, Be, bepreisen oder so oder beziehungsweise so eingrenzen und sagen du hast irgendwie Supportanspruch fünf Stunden im Monat oder keine Ahnung whatever zumindest nach der Anlaufphase wo jetzt die Kinderkrankheiten beseitigt sind kann man machen muss man sich halt dann vernünftige Konzepte überlegen und es ist immer schwieriger im, im echten Leben wenn dann einer anruft den dann quasi abzuweisen und ja. er weiß ja du weißt die Antwort und dann sagst du ja Pass auf, aber da musst du mir eine Support-Mail schreiben und dann erst ein Ticket eröffnen und was weiß ich. Die hassen dich halt. Das kannst du halt dann irgendwann mal machen, wenn du ein Helpdesk hast, ja, wenn nicht der Chef persönlich am Telefon ist, sondern halt wirklich der Helpdesk und dann akzeptieren sie es auch, ja. Also man muss sich erst die professionellen Strukturen leisten können, um professionell mhm. zu arbeiten, sage ich halt mal. Ah, ich habe so einen kleinen Einblick in deine Schwierigkeiten bekommen. Das finde ich jetzt ähm, vielleicht für dich nicht erheben, aber ich persönlich sehr faszinierend, darüber zu lernen. Ähm, wir lernen viel äh, zu ja, wenig über dich. Äh, du, äh, ich glaube, wir müssten mal eine Berti-Sonderfolge machen, so oft wie viel Quatsch. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, vor allem, wenn ich richtig gern koche. Ja, weil, nein, aber Robert, weil es ist doch so, ähm, deswegen habe ich die Marketing-Sache angesprochen. Du hast jetzt so, also das erste war kinderkrebs stiftung oder so in Nürnberg oder wie heißen die? Und was ist jetzt das zweite Interesse, was dann kam? Also ist das alles so in diesem ähm, Das ist alles. Es ähm, gibt es gibt tausend ungefähr dieser Vereine, die sich quasi drum kümmern um krebskranke Kinder, aber auch wenn sie geheilt sind, die Nachsorge, die Familienzusammenführungen, dass die äh, eine Wohnung haben am, am Krankenhaus. Ähm, bei in Ringsburg heißt es halt Verein krebskranker Kinder. Ähm, in Nürnberg muss ich jetzt äh, Nachschauen. Nachschauen heißt es EKKK, EKK, was es heißt. Äh, ausgeschrieben. Mh, Kein Ding. Elterninitiative Krebskranker Kinder e.V. Also mhm. es gibt halt sehr viele solche, fast an jeder Universität, die krebskranke Kinder äh, behandeln, gibt es quasi noch so einen Verein anschließend, der der sich halt um, um die Kinder und die Anliegen kümmert was die Krankenkassen halt eben nicht leisten können. So auch mal Spielzeug, auch mal, ja, dass die Eltern vor Ort schlafen können, ohne dass sie sich ein teures Hotel kaufen müssen und lauter solche Geschichten. Und für diese Anwendungsfälle wurde halt eine Software entwickelt, weil halt viele Bedürfnisse in diesen normalen Spendenverwaltungstools nicht drin sind, die halt speziell diese... Vereine haben. Da geht es zum Beispiel auch darum, eben diese Geschenke zu verwalten, diese Übernachtungen zu verwalten, das mit der Krankenkasse abrechnen zu können. Das geht halt mit der Standardsoftware so nicht, ohne dass man dann doch wieder Excel und Word braucht. Und mhm. dafür wurde die halt entwickelt und die wurde halt erst an zwei oder drei von diesen oder drei oder fünf verkauft, weil es halt von irgendjemanden ist, der das auch als Herzensangelegenheit gemacht hat und ich habe halt das jetzt übernommen und möchte es ein bisschen professioneller aufziehen, was ja auch für die Organisation gut ist, dass jemand da ist, den man anrufen kann und der halt nicht sagt, ja, jetzt, ich habe das aber damals nur so als Hobby gemacht. Und den vereins dann zu schulen, das wird doch vielleicht auch was bringen, denke ich mir, oder irgendjemand hat ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Wissen und dann ist er die Anlaufstelle oder sehe gibt ich das zu? Es gibt meistens traf? keinen Vereins-ITler. Okay. Das heißt, es ist immer ganz ausgelagert, es ist oh. ganz ausgelagert, du äh, immer so diese... Außer du hast, so, du ja, hast halt ja, zufällig einen Verein, stehen. wo da ein Itiner drin hockt, aber das ist meistens unwahrscheinlich, weil diese Vereine halt hauptsächlich auch von Eltern, die mal krebskranke Kinder hatten, mhm. ähm, geleitet werden. Verstehe schon. Ja, also weil du ja Mischkalkulationen angesprochen hast, weil ansonsten hätte ich ja gesagt, es wäre ja super, wenn du dann irgendwie dann wirklich drei reiche Kunden hättest oder sowas, die diese Software nach ihren Bedürfnissen benutzen und wo du das dann locker sozusagen finanzieren kannst und dann auch anbieten kannst. Ähm, für kleinere Vereine zu machen und dann es sich lohnt für dich mehr Stunden reinzustecken von deiner wertvollen Zeit. Ja. Die Frage ist halt, ob man es irgendwann mal, äh, weil es ist ja gut modular ob man dann nicht einfach sagt, man tut paar Module raus und macht daraus eine Hotelsoftware noch, ja, weil ein Zimmerbuchungssystem ist ja sowieso drin. Äh, das ist halt alles Zukunftsmusik. Ja, jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich, äh, dass es den Robert nächstes Jahr noch gibt, wenn wenn andere Geschäftskonzepte ab äh, wegbrechen. Das ist halt immer auch meine persönliche Mischkalkulation. Ja, so ist es. Das. das heißt, im Moment bist du gezwungen, so ein bisschen Sachen anzunehmen, oder wie ist es? Gerade im Moment schon, ja, also bin ich schon gezwungen, Sachen anzunehmen. Also, wenn ihr eine teure Software wollt, <lacht> meldet <lacht> euch ja, von mir. Oder wenn ihr mir einfach nur Geld so geben wollt, ist ja. auch okay. Jetzt, Sag mir nicht nein. Habe ich bei Block2Help versucht, aber da gibt es nicht sehr viele, die mir das geben wollen. Aber die, die es mir geben, ja, gehabt haben, Dankeschön nochmal, falls jemand dazu hört. Jetzt aber endlich Berti, über dich. Du wolltest gar nicht so lang machen, weil wir nehmen jetzt, es ist 40 Minuten nach Mitternacht. <laughs> äh, Entschuldigung. Und du musst morgen um sieben schon wieder spätestens äh, auf der Matte sein. Deswegen erzähl noch du was aus deinem spannenden Leben und dann kann man endlich Bubu machen. Ja, es tut mir leid, ich, ich, ich war ganz fasziniert von dem, was du zu erzählen hast, und ich lerne ja viel von dir. Also bei mir ist halt einfach so, ich habe. Ähm es läuft mittlerweile die Produktion äh, Mignon der Oper. Wir haben heute die dritte von sieben Vorstellungen. Ich verdiene zum Glück ganz gut mit der ganzen Geschichte. Muss halt schön gesund bleiben, ähm, weil wenn keine Ahnung einer von uns irgendwie sich mit dem bösen Erreger infizieren würde, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das ganze Ding dann nicht mehr stattfinden äh, würde. Ich glaube, ähm, das äh, ist so ein bisschen gerade in der Stadt wie München, die so Großstadt ist, ähm, ein kleines Risikospiel aber es ist auch so schön, ges gesund zu bleiben. Und der große Stress ist insofern vorbei, weil in der Opernproduktion ist es ja so, dass ja wirklich bis zum Umfallen geprobt wird, ähm, dass es auf der Bühne und dahinter mit der Technik auch sehr Wahnsinn, was dafür Welten gebaut und umgebaut werden, ähm, dass ja jedes Detail dann auch stimmt und auch für die Sänger, dass wir alles richtig äh, spielen und, und singen. Gerade bei den Solisten des Opernstudios übrigens eine fantastische Arbeit leisten. Die singen unglaublich gut, diese jungen Leute. Ähm, der äh, anstrengende Teil ist insofern weg, also, dass wir die Premiere hinter uns haben. Das heißt, ab sofort her, liefern wir nur noch die Vorstellungen, also die Shows. Und es läuft mittlerweile ganz entspannt und routiniert. Ich bin ganz froh. Ähm, wie gesagt, ähm, ich verdiene recht gut. Wir kriegen pro ähm, Vorstellung, es sind sieben Vorstellungen 300 Euro. Ich habe schon erzählt, dass wir dafür ein ganz schön viel abgeknapst bekommen. Ähm, für für Steuern und Abgaben. Aber trotzdem, ich bin darüber eigentlich ganz froh, wenn das dann auch irgendwann mal auf dem Konto ist und ich dann kurz durchstaufen kann. Ansonsten habe ich jetzt doch die ein oder andere Konzert- beziehungsweise Aufnahmeanfrage bekommen im Herbst da muss ich mich jetzt auch vorbereiten, dass ich diese Sachen dann singen kann. Und so... Läuft es halt weiter. Ich finde immer, ich muss mich immer noch daran gewöhnen, mit sehr viel weniger Gewissheit als zuvor. Das bedeutet für mich einiges, weil freiberuflich Künstler zu sein, das ist ja ohnehin schon irgendwie, also kannst du von Sicherheit nicht sprechen, aber es ist noch viel, viel weniger und viel ungewissener als zuvor, weil ich sehr darauf angewiesen bin, dass Konzerte wieder stattfinden. Das wiederum hängt davon ab, ähm, ob die Besucherzahlen, die im Moment gedeckelt sind, nicht doch hochgehen, denn solange die gedeckelt sind, können die Leute nicht veranstalten. Das heißt, weiß nicht, bei mir sind es oft so Chöre oder Kirchenchöre, die dann proben irgendwie ein halbes Jahr, bis sie dann ein Stück drauf haben, wo sie dann Orchester und Solisten engagieren und dann machen sie irgendwie ein großes Konzert alle paar Monate oder zweimal im Jahr oder einmal im Jahr oder so. Wenn sie aber nicht wissen, dass das Konzert stattfindet und sich die Sponsoren dann auch zurückhalten, dann proben die auch nicht dahin, können sie ja eh nicht, weil sie im Zweifelsfall überhaupt nicht die Hygienevorschriften erfüllen, Chorproben, ich glaube in Bayern sind der eh erst seit ein paar Wochen wieder erlaubt, das heißt Weihnachten ist eh schon wieder gegessen für mich und so weiter und dann zieht sich das Problem so nachher hinten, die Politik ist sehr vorsichtig mit den Richtlinien, also gerade Söder macht das sehr Salamitaktik mäßig, und so, ähm, ja, sitze ich wirklich, es könnte schlimmer sein, es könnte auch wesentlich besser sein, sehr im Ungewissen, und, ähm, dass ich so nämlich zu so einer Aussage versteigere, als jemand, der das ja sehenden Auges in Kauf nimmt, wenn er sich diesen Beruf aussucht, <laughs> sagt dann doch sehr viel darüber aus, wie sehr es ungewiss einfach ist, ähm, und ich bin nach wie vor ein bisschen, ich glaube, ich bin da vielleicht ein bisschen beeinflusst von dem, was ich sehe. Ich bin ja seit ein paar Wochen wieder auf Facebook und wenn ich meine Filterblasen so gucke, ist Rumor, die Leute sind unzufrieden und gerade was auch das Mittragen der Corona-Maßnahmen und das mentale Stabil bleiben betrifft, sehe ich schon viel wackeln und dann ist nicht, dann wird halt die finanzielle Frage auch irgendwie zu einer gesellschaftlichen, glaube ich. Und ich würde mir da wünschen, dass wir da nicht kippen und stabil bleiben. Aber. Ich für meinen Teil ähm, habe nach wie vor die Gesundheit als Kapital, was sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ich habe einen gewissen Geldstrom zu erwarten jetzt in nächster Zeit, der mich ein bisschen durchbringt und auch durchschnaufen lässt. Insofern würde ich alles in allem sagen, es geht mir ganz gut eigentlich. Ja, und vielleicht gibt es ja dann doch vor Weihnachten noch den Impfstoff und alles wird besser. Genau. Dann wünsche ich uns allen äh, je nachdem, wann ihr es hört, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Robert, ich danke dir wie immer für die super schönen Einsichten und äh, wir hören und teilweise sehen uns wieder in zwei Wochen. Tschüdo.